Ja moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Serator. Heute sind wir unterwegs mit dem Mercedes C2G von dem Baujahr 2012 auf der Map Haren. Auch das Ganze ist wieder kostenlos in der OMSI Webdisk verfügbar. Würde ich sagen, machen wir unser Fahrzeug fertig und ja. Genau, dann stellen wir das Lenkrad kurz ein hier. So. Gucken wir mal, ob die Bude überhaupt anspringt. Ah, Katastrophe. So, Luftdruck haben wir noch ein bisschen zu niedrig. Ich würde sagen, in der Zeit können wir uns ja anmelden. Und genau, 54, 341 und 1506. Genau, machen wir mal Linie 20 ist das hier. Montag bis Freitag. Wir fahren aber... Das ist doch Moorhofen, ne? Auch hier werden wir nicht die ganze Strecke wieder fahren, weil das macht halt für Let's Plays in meinen Augen wenig Sinn. Das hier ist... Moorhofen, genau. Ja, ich hoffe von der Tonqualität her passt das alles, weil ich nehme das jetzt gerade mal mit Nvidia Experience auf. Hab da mal ein bisschen was eingestellt, aber ich hoffe, dass die Tonqualität eigentlich passt. 673. So, da haben wir unseren Fahrplan, da macht er noch kurz einen Probedruck. Da machen wir noch die Unlaufnummer, machen wir die 1. Dann übernehmen wir das Ganze und wir haben um 7.58 Uhr Abfahrt. Machen wir das Ganze auf 7.56 Uhr, das sollte ja passen, denke ich mal. Machen wir hier Gang rein. Dann heißt auch schon Abfahrt, ne? So. Machen wir uns mal die Hilfspfeile an, weil ich die Strecke noch nicht auswendig weiß. Ja, ist ein bisschen eng hier, aber das passt eigentlich. So. Fahren wir gleich ein bisschen geil, los. Wie im Kühlschrank. Ja. Dann fahren wir am besten auch gleich direkt los. Oh, reicht das hin nicht, dass es das hier zu laut wird. Nicht, dass wir dann endlich viel Verspätung haben. Müssen wir noch dieses ASR hier ausmachen, weil das nervt mich sonst. Ja, was gibt's zu erzählen? An sich eigentlich nicht viel. Das gleiche wie immer. Genießt die Fahrt und wie gesagt, ich spreche nicht allzu viel. Nächste Haltestelle. Moorhofen, Entenstraße. Ich spreche nicht allzu viel, mein Let's Play, das wisst ihr ja. Ey, beruhig dich. Alter Schwede, ist ganz schön rutschig, ne? Ah, wir fahren mal ein bisschen langsamer und dann passt das hier. Ja, zum Thema Trains World 3 kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Mal gucken wann. Ja, schaue ich mal, wie das passt. Ja, auch wie gesagt, wir sind jetzt bei 265 Abonnenten. Dafür auch wieder einen recht herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass euch das doch so gut gefällt hier alles. Ja. Genau. So, wir fahren hier geradeaus weiter. Können wir kurz mal von außen den Sound hören.
Hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, das Ganze ist auch hier wieder das Volt Diva 6 Vierganggetriebe. Motor haben wir auch den reinen Sechszylinder. Turbo Diesel. Ja. 2012er Baujahr. Ja, genau. Ist noch einigermaßen pünktlich auf jeden Fall. Das ist ja schon mal sehr gut. Dafür, dass man eigentlich die ganze Zeit nur 40 fahren oder so. Geräumte Straße, sehr schön. Ui. Machen wir den Auto los. Na, guck mal, was frei ist hier. Dann ziehen wir hier raus. Eine Minute Verspätung haben wir jetzt. Da sehen wir es plus 1,00. Aber die ist ja nicht allzu schlimm, sage ich mal. Ja, ich lade jetzt erstmal die Karre nach, alles klar. Aber das ist an der Stelle irgendwie normal. Ja, egal. So, hier fahren wir nach links. Rechts haben wir einen kleinen Betriebshof. Boah, fällt der Scheiße. Na, wir haben ja eigentlich nur Parkplatz. Ja. Scheiße. Ich dachte, er wollte mit. Naja, dann nicht.
Nächste Haltestelle, Schnitzelbergweg. Ja, aber ich sage, fahren wir noch bis zum Zopp, also zum Busbahnhof. Und dann beende ich das Let's Play, weil es reicht, sag ich mal, hin. Genau. Ich würde sagen, wir machen noch ein schönes Thumbnail hier. Mal kurz. So, da müssen wir jetzt links reinfahren. Steht da überhaupt einer? Ja. Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Ich hab doch schon die Heizung angemacht, Junge. Was ist denn los mit dir? Verarschen? Mann, Mann, Mann. Nächste Haltestelle, ZOB. Ich hätte einfach mal warten können, ey. So, würde ich sagen, war es das von diesem Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da wie gesagt gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, wer nicht hat, guten Kommentar. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.